Auf einmal Ray. Macht schön Platz. Was zum Teufel passiert mit dir? Du bist ein total überarbeiteter Sanitäter und man nennt das Stress. Noch mehr dumme Fragen? Ja, wie komme ich denn nur hierher? Tu einfach, was du die letzten 8 Jahre getan hast und danach erkläre ich dir das mit den Bienen und den Blumen nochmal. So, wohl das Beste. Ich vermute mal, ich weiß es nicht. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ja, ich meine, nein. St. John's, ja, alles klar. Immer wieder ein Komiker. Bring du unsere Patienten lebend ins Krankenhaus, dann können wir darüber reden, wie lustig du bist. Jetzt fahr! Ah, komm mal runter. Fahren kann ich. Alter, nur noch ein paar Blöcke. Ja, ja. So bist du echt noch nie gefahren. Ja, so falsch auch im wirklichen Leben. Das kann nicht echt sein. Hey, hör mal zu, Ray. Ich weiß, dass wir in letzter Zeit viele Überstunden gemacht haben, aber jetzt musst du dich konzentrieren, bis der Typ in Sicherheit ist. Oh, scheiße. Okay? Voll die Ausfahrt verpasst, das gibt's doch nicht. Okay, Puls kritisch, wir haben noch 26 Puls. Ist super. Was ist mit dir los? Ja, ich hab's drauf. Mach doch dich weg, du blöder Käfer. Das gibt's doch nicht. Ist ja wie im richtigen Leben. Einfach mal vor der Nase einfach angehalten. Außer in der Kantinenschlange hast du dich noch nie so schnell bewegt. Du warst ja wie besessen. Oh Gott, was passiert hier mit... Mach es nochmal? Mach was nochmal? Ich meine, hab ich das gemacht oder... Oder du, ne? Hey, das ist mein Auto. Jones! Jones! So... Von denen am ehesten die Werkstatt, die so 3 Blocks von hier entfernt ist. Weißt du noch welche? Wenn sich Jericho irgendwo zeigt... Ach, jetzt erstmal Schnauze hier. Okay, also ich habe einen Verdacht. Was war das? Ach so, das ist da drin. Also ich habe einen Verdacht, dass wir vom Laster angefahren wurden. Irgendwie, und er das alles nicht räumt. Ist das ein Verdacht, ne? Wie gesagt, das habe ich jetzt das zweite Mal gesehen, diese Sequenz. Und ich vermute mal, wir haben gerade uns selbst gerettet, dass wir dieser Patient in diesen Dings waren, ne? Der Patient, den wir gerade jetzt abgeliefert haben. In Wirklichkeit. Ja, egal, ich mache jetzt einfach mal weiter und lass dir jetzt einfach mal reden. Jones? Jones? Was? Ich bin zurück. Was? Zurück von wo? Ach, vergiss es mir. Mir geht's gut, echt. Sicher? Das war ein ordentlicher Bums da hinten. Vielleicht sollten wir dich mal untersuchen lassen. Nein. Und was du gerade sagtest, mit der Werkstatt, du hattest recht. Das ist sicher die beste Spur, die wir haben. Es ist die einzige Spur, die wir haben. Hast du schon mal die Werbetafel gesehen, Jones, gegenüber vom Krankenhaus? Da steht, tu es nochmal drauf. Ja? Echt? Komisch. Ist mir noch nie aufgefallen. Wen kümmert das? Hey, was ist los mit dir? Sicher, das war echt knapp da hinten. Aber wir müssen ja auch einen mordenden Dreckskerl verhaften. Ich bin vorbei. Ich hab Narrenfreiheit. Also ich muss zugeben, es ist leider so, im wirklichen Leben fahre ich auch so ein bisschen zügiger. Zwar jetzt nicht so zügig wie hier jetzt, aber ich war schon zügig, muss ich zugeben. Wobei auch gesagt, ich die höchstzulässige Geschwindigkeit nie überschreite. Aber das liegt auch daran, dass ich die Blitzer nie sehe. Nein, kleiner Scherz. Genug vom Privaten, mehr in das Spiel. Der 40 Sixpack. Hast du das Schild gesehen? Tu es, Tanner? Mann, die Werbetafel hängt da schon seit Jahren. Das ist echt total verrückt. Okay, ich versuche es nochmal. Was denn? Glaub mir, ich weiß es selber nicht genau. Aber jetzt geht's los. Puh, okay, ich fliege. Wie mache ich das? Wow, das fühlt sich nicht gut an. Ich kann nicht atmen. Muss hier raus. Mann, das ist echt zu viel. John, los, bekomm das in den Griff. Ich kann das. Ich weiß es! So. Ah. Oh, okay. Ich bin nicht tot. Und ich bin nicht... Ich? Jetzt...
Mach ich's nochmal? Tja, oh Gott, cool. Das kann nicht wahr sein. Schifte in ein Fahrzeug. Ich muss mich auf ein Auto konzentrieren. Irgendeins. Ja. Nimm mal den hier. Alter. Ruhig atmen, ganz cool bleiben. War nichts Großes. Okay. Einfach ein anderes Auto nehmen. Alles klar. Ja, schön Audi rein. Ist okay. Vielleicht sollte ich das mit einem Beifahrer probieren. Mit jemandem reden. Ja. Ich will erstmal den Audi genießen. Ein RS6. Mann, ist die Karre Hammer. Gut. Wie war das mit dem Taxi? Gut. Okay, der darf jetzt weiterfahren. Dann begreife ich das hier. Auf die Art habe ich noch nie ein Taxi erfahren. Und ein Bus. Achso, der will jetzt unbedingt ein Taxi. Ich hätte jetzt auch einen Bus genommen. Boom! Ja. Bitte leiser, Freundchen. Fahren Sie einfach Taxi. Richtig. Hi, ich bin der Fahrer. Hören Sie mit dem Geplapper auf und fahren Sie. Für Sie bin ich immer noch der Typ, der ich immer war. Also, der er immer war. Oder so. Na egal. Für Sie, hä? Keine Ahnung. Vielleicht hast du jetzt auch zwei schlagkräftige Argumente mehr, hä? Okay, was ist jetzt? Oh Mann, also das ist schon eher mein Stil. Ja, na klar, natürlich. Gehen wir mal da raus. Was ist das für ein Auto? Ich hätte lieber dies jetzt. Schöner Audi. Egal. Nehmen wir den Pott. Das ist ein Auto, das sagt, ich bin angekommen. Und zwar viel schneller als du. Aber es hat so viel Leistung. Wann würde ich jemals so schnell fahren? Guter Mann, die Frage lautet nicht, wann fahre ich mal so schnell, sondern, hey Ladies, wer will mitfahren? Können wir das Sachen gleich so gehen hier. Spielen. Und los geht's. Jetzt spielen wir mal Taxi. Oh ja, das ist wirklich mal ein Auto. Viel zu viel Power für ein Greenhorn, oder? Damit könnte ich wirklich Ärger bekommen. Ja, Sir, das könnten Sie sicher. Ich trete dann einfach mal drauf. Nur zu. Tja, du weißt ja, Junge. Guck mich nicht an von hinten. So, lieber Taxi, wenn du aussteigst, wirst du erstmal dich voll kotzen. Aber volle Kanne, jetzt geht's nämlich los hier. Darf ich jetzt annehmen, dass Sie eine Anzahlung auf das Auto machen? Ich überleg's mir noch. Tja. Jetzt geht's rund. Diese Karre hat schon viel PS und die Steuerung ist sehr gut. Also es gefällt mir insgeheim. Auch das so durch die Stadt draußen. So, das haben wir jetzt geschafft. Ich bin noch nicht überzeugt. Was ist mit der Kurvenlage? Das Auto fährt wie auf Schienen. Wie auf Schienen, ha? Na, da kenne ich doch ein gutes Plätzchen. Das kann man sicher rauspolieren. Bitte, was ein Spruch. Ihr müsst euch mal vorstellen, man macht eine Probefahrt, rammt ein Auto, macht Fahrradflucht und dann kommt so ein Profi. Kann man sicher rauspolieren. Ich bin ja froh, dass ich nicht der Typ bin. Und Tedder ist es bestimmt auch, dass er es nicht ist. Mit seiner Scheinfantasiewelt, was ich ja annehme. Jetzt fahren wir einfach mal in diese Richtung. Ja, auf sowas muss man halt aufpassen, wenn man hier rast. Liebe Kinder, macht das daheim nicht nach, wobei ihr daheim ja auch nicht genügend Platz habt. So, den Kampf hätten wir verloren. Oh, Scheiße! So, ich weiß nicht, was da noch auf uns wartet. Deswegen gehe ich mal wieder auf die Spiele. Hoppsala. Hoppala, das tut aber leid. Hat er nicht so viel PS hier.
Hey Babys, ich bin schneller da wie ihr. Wie war das nochmal mit dem Spruch? Dann hängen bestimmt ja schon die Schweißperlen auf der Stirn. So, was ist das hier? Ach so, okay. Okay, ich denke, so wie ich die diese Grafik da oben sehe, sollen wir mal eine schöne Sprunglein machen hier. Ein Sprunglein, aber das Auto kann hier nicht springen. Ja, natürlich. So. Da wird es wahrscheinlich so schön. Gut, fahren wir zurück ins Büro, um die Finanzierung zu besprechen. Ja, schon gut. Bringen wir sie nach Hause. Hoppala. Ja, danke. Vielen Dank. Aber auf dem Weg haben wir noch ein bisschen Spaß. So, der kann sich dann mal seine Hosen dann aufhängen, damit die Pisse trocknet. Sir, dieses Auto ist wirklich sehr kostspielig. Deswegen kaufe ich es ja nicht. So, der ist... Wie auf Schienen, wie war denn das? Junge, das macht Spaß. Haben Sie Spaß? Ich hab Spaß. Halt, raus. Oh, das könnte eine Beule geben. Oh, mein Gott. Ja, aber ist egal. Weil ich hab Narrenfreiheit. Ich darf das. Die anderen wissen das nicht. Jetzt fahren wir hier in diesem Slalom mit diesem Dreck. Okay, wir fahren durch den Dreck. Okay, schreibt es in den Kommentaren, falls jemand mal mit mir fahren möchte. Das ist tödlich sein kann. Hey, glauben Sie, dass er schwimmt? Sir, ich habe ein Dutzend Angestellte und zwei Ex-Frauen. Allein schon die Alimente sind. Sie verderben mir total den Spaß. Ja, aber das mit der Ex-Frau, wie war das nochmal? Hey Ladies, wollt ihr mit mir fahren? Wie war das? Oh Mann, denn, das ist klasse. Verrückt, aber klasse. Moment. Wo zum Teufel ist mein Auto? Wo zum Teufel ist mein Körper? Ich muss versuchen, Jones zu finden. Na? Aber auf dem Weg kommt man nochmal einen... Käfer. Ist mir egal, ja, es ist ein Beetle, aber für mich bleibt es ein Käfer. Schließlich heißt der Beetle-Käfer. Oder? Mir was. Kastenwagen. Ein Leichenwagen. Genau, sowas in der Art fahre ich nur halt als Opel. Noch fahre ich es. Ist ja auch wieder videoabhängig. So, hier. Oh, komm, was geht denn hier schon wieder ab? Okay, ja. Rückkehr in den Körper. Noch nicht möglich. Erst eine Stadtmission beenden. San Francisco braucht einen Helden. Was verdammt soll ich jetzt machen? Davon können wir keine rufen. Ich schätze, dann sind wir allein. Bete, dass jemand über uns... Moment. Diese Stimmen, die kommen aus dem Streifenwagen da. Okay, warum nicht? Du willst, dass ich Leuten helfe, dann helfe ich. Ja, da steht's drin. Okay, dann... Schweben wir mal einfach mal dahin. Ich muss den Streifenwagen finden und helfen, so gut ich kann. Hallo Streifenwagen, wo bist du, Streifenwagen? Ach so, da. Los geht's. Bleib dran, Bob. Ich versuch's. Geht das Funkgerät jetzt? Nein, das Mikro ist kaputt. Verstärkung können wir keine rufen. Ich schätze, dann sind wir allein. Bete, dass jemand über uns wacht. Du pisst dir in die Hosen, weil du nicht aufs Gas treten kannst. Hallo? Ach ja, Straftat. Der Flüchtende hat eine heiße Zone. In der Zone bleiben, um ihn zu stoppen. Verlass die Zone für 10 Sekunden und der fliegt.